Oh mein Gott. Oh. Ey, aber, ey, Junge. Da guckt jemand Jimmy's Next Topmodel. Nein, mag ich gar nicht. Ja, jetzt sind also, Typen dabei, ist ja kacke. Diese neuen Staffeln, die sind einfach nur krank. Das stimmt, ich bin aber krank verliebt in dich, wenn ich dich so sehe. Sag mal nochmal, ich hab grad nicht so richtig zugehört. Alles gut, wir können unsere Lippen brechen lassen. Dann sitzt du so entspannt da, wie im Urlaub. Ja, ich genieße es halt. Vielleicht ist ja gerade jemand unter meinem Tisch. Pumpe. Ach, der kann. Wirklich. Wenn du es so hörst. Das ist ein Schatz. Ist das ein riesen Teddybär da hinten? Ja. Ist da ein Loch unten am Po? Bist du eine frische Prinzessin? Yes! Also das Einzige, was ich bei Frauen schön finde, sind die lackierten Fußnägel. Bist du umgezogen? Also ich weiß ja, dass du umgezogen bist, aber es sieht schon wieder anders aus. Ja, ich bin umgezogen. Jedes Mal, wenn ich das sehe, ist anders. Ja, das weiß ich. Vielleicht würde ich mich auch ausziehen. W. The Win? Ich mag so W besser. Take. Weißt du, wie ich meine? Also, cool. Da bist du aber so. Hey, warum bist du so frech, Digga? Habt ihr schon mal ein Nutella-Glas zu Hause aufgemacht und dann war da so ein Loch drin? Nein. Was meinst du? Nur weil ich da so reinsteche. Meine Nutella-Gläser haben alle ein Loch. Ja, wir haben auch ein Loch. Sogar drei. An der Schlucktechnik sehe ich, dass du dich auskennst. Warum sitzt du auf dem Boden? Weil wenn ich hier drauf sitze, dann sieht man meine, also dann sitze ich hier und dann kann ich nicht skippen. So. Wenn so. Setz dich mal kurz dahin, weil dann hole ich meinen raus und dann kannst du nicht skippen. Also es war ein Spaß. Hättest du dich richtig krass geschminkt, könntest du so ein Ufo-Girl sein. Du hast so die perfekten Haare dafür. Weil sie rot sind? Nein, weil die so rot sind. So, die Locken. Genau. Ich hab auch Locken. Hast du das? Sehe ich. Mein Wäscheständer ist kaputt, deswegen habe ich es mit der Tür gehangen. Ich habe ja noch einen Wäscheständer zu Hause. Ich wollte eigentlich gerade was anderes sagen, aber ich dachte, ich lasse es einfach. Halten wir mal die Bälle flach, gell? Boah, die sind in der Hose. Also, das meine ich jetzt. Also, egal. Ich bin dick. Bei mir kommt mehr rein. Mehr Volumen, mehr Masse, mehr Wärme, weil sie kalt ist. Bin wie ein Teddybär. Nur, dass bei mir das Loch nicht reingemacht wurde, sondern schon von Anfang an da ist. Warum ist es unterschiedlich? Weil ihr zwei verschiedene Väter habt? Ich hab von meiner Mutter. Das ist ja, jetzt bin ich verwirrt. Ja, guck mal, wir haben beide die Augenbrauen von unserer Mutter und sie hat von unserer Mutter die Nase und ich hab die Nase von meinem Vater und von aus dem Vater. Die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Also hat dein Vater einen Klein. Euer Vater, jetzt bin ich selber, jetzt. Das ist mir ein bisschen zu nah an deiner bitte, ich will nicht hetero werden. Ich glaube, wenn du schwul bist, dann schaffe ich das nicht. Alles ist möglich. Ich kann dir den Becken schrubben. Ich schüttel den dann, ich mach den wie so ein Propeller. Schleuder den so ein bisschen. Ich muss ihn so schleudern. Du hast ja richtig Kraft im Arm. Normal, ich hab Speckarme hier. Ich kann den kleppen damit. Alter, geil. Ordentlich. Meine Vorhaut hängt auch. Das muss das. Warum machst du da eine nackte Frau? Das bin ich. Ja, du hast recht. Du hast recht, das sieht genauso aus. Also sagst du, ich könnte dich nicht glücklich machen. Doch, kann jeder glücklich machen. Also. Was habe ich da gerade gesehen, Digga? Was habe ich... Was? Darfst du auch weiterhin sein? Ja, deswegen können wir ja Freunde sein, oder nicht? Nee, ich habe keine Freunde. Ich auch nicht. Meine Mama hat gesagt, irgendwann muss ich anfangen. War gelogen. Warum bist du so gemein? Wie kommst du denn auf Gärtner? Weil ich Gras anbaue. Ach, Daumen ist so grün bei dir. Der grüne Daumen. Wenn du willst, kann ich deine Hecke mal scheren. Ich habe keine Hecke. Oder dich befeuchten. Nee, danke. Wie alt bist du? Ich bin 19. Nein. Wann wurdest du geboren? Welches Jahr? 2003. Kollege Schnürschuh, ich bin 2003 geboren und bin 21. Also da hast du dich selber den... Nee, es ist 21.21 Uhr, da musst du mal klopfen. Genau. Ich kann ja bei dir klopfen. Das bringt dir kein Glück. Aber ich will dich ja beglücken. Ich hab heute schon geshoppt. Wer? Hat gefragt, ja.
Ich hab mich gerade selber gefragt. Ich wollte einfach nur mal sagen. Machst du jetzt schon die Lippen ein bisschen feucht, oder? Das ist ein Mango. Achso, also wenn ich dich küssen soll, dann soll es nach Mango schmecken. Ich mag Mango-Geschmack einfach. Ich auch. Wie deine mongolischen Lippen spüren. Oh Gott. Ey, die wirklich großen Milchtüten. Aber ihr willst du, Junge. Kann die bieten. Jetzt musst du auch deine Milchtüten zeigen zum Vergleichen. Nö. Das kommt komisch. Bruder, sie ist British, gell? Sie ist British. Du musst ein bisschen Englisch sprechen British. Mit ihr. Ja, ich kann nicht Englisch reden. Als ob du kein Englisch kannst, Mann. Du bist TikToker, Digga. Ich weiß es doch. Ich hab dich schon auf TikTok gesehen und auf YouTube. Show me your t-s. No! 77% haben noch nicht abonniert. Abonnier verdammt jetzt nochmal. Und mach die Benachrichtigung an, damit du kein Video mehr verpasst. Ich möchte das Gesprächsthema hier entweder wechseln oder das Gespräch beenden. Wechseln wir die Geschlechtspartner, die du hast? Ich hab niemanden. Ja, weil du gewechselt bist wieder. Ich will jetzt nicht sagen, dass du ein bist oder so. Reicht jetzt auch, ne? Ich habe eine Freundin, die hat derzeit Verstopfung. Und ich frage sie jedes Mal, ob sie diesmal konnte. Und dann habe ich ihr gesagt, sie sollte sich den Finger in den Po stecken. Und als Vergleich, kennst du diese TikTok-Videos, wo die in so welchen Abflussrohren am Ende ziehen die sowas raus, so Erde oder so Wurzeln, weil das verstopft ist. Und dann genau so, die so rausziehen und dann fließt das und dann spritzt das raus. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Machen wir Fortnite-Tanz jetzt? Oh ja. Denkst du, es gibt sowas auch für die anderen Lippen? So einen kleinen Geschmack? Ja, das gibt's. Warum weißt denn du das? Ja, das gibt es. Oder nimmst du einfach das da? Also sagst du, wenn ich jetzt mal da unten, würde ich jetzt theoretisch da unten mal schmecken, dann würde es nach Mango schmecken. Also ich habe Geschmacksrichtung Wassermelone. Also ja, bist du sehr nass, weil Wassermelone ist ja auch nass. Man passt sich ja der Umgebung an mit dem Geschmack. So. Also könntest du das auf meinen Lümmel besprühen, weil dann würde der Eichekäse nicht mehr so stark hervorheben. Ich weiß auch allgemein nicht, wie man auf Füße stehen kann. Ich auch nicht. Es ist wirklich eigentlich richtig eklig. Ja, und dann, wenn die Leute schreiben, ich würde gern Fußbild kaufen. Ich so, hast du noch ein paar extra Wünsche? So. Übelst, ja, übelst. Schlimm. Und zwar, eh. Und dann immer so, ja, am besten von oben oder von unten. Und ja. Schön von der Sonne. Boah, komm, das in war dir, schön. Auf dir? Wie hättest du es gern? Nee, grad eklig mich. Ja, aber in dir oder auf dir? Auf gar keinen Fall. Was ist das für eine Frage? Du wolltest auf gar keinen Fall in mir sagen. Also auf dir. Me, kiss me, kiss me again. Kollege Schnürschuh. Kollege Schnürschuh! So geht das nicht! Hallo? Yo! Kollege Schnürschuh! Ich glaube, Schweinpfeife! Sorry, tut mir leid, ich hab mich aufgeregt, weil da war eine Frau, die hat eine andere Frau in den gefasst. Das hat mich sehr aufgeregt. Da würde ich mich auch aufregen. Ja. Wer nicht? Genau.